Absoluter Geheimtipp für alle Enrique-Fans. Wollt ihr eurem Star auflauern? Dann wartet in Madrid vor Riques Lieblingsrestaurant. Casa Lucio. Wenn der Smooth Latino in der City ist, haut er dort garantiert vorbei. 4 Plätze runter auf die 10 geht's für den Feinschmecker Hero. Hä? Was ist denn jetzt los? Ist in Europa etwa die Hasch-Epidemie ausgebrochen? Schon längst war Chefkäfer Avroman aus den Charts gepurzelt und plötzlich legt er mir nichts, dir nichts wieder 9 stockbreite Plätze zu. Because I got high schafft es diese Woche zurück auf die Number 9. Was für uns ganz normal ist, versetzt kanadische Rockstars in Angst und Schrecken. Die deutschen Fans klatschen zu unseren Songs und laut mitgrölen tun sie auch, stellt Nickelback fest. Entsetzt über germanische Sitten fallen sie von 4 auf 8 mit How You Remind Me. Bisher galt er als schwuler Alkoholiker, der reihenweise Tussen flachlegt. Doch das soll nun alles ganz anders werden. Robbie Williams möchte den Dienst des Herrn treten als Pfarrer. Something Stupid findet Kollege Nicole Kidman und landet mit Holy Rob auf Platz 7. Neben seinem Duettalbum mit Jay-Z will R. Kelly im November eine Soloscheibe rausbringen. Loveland war als Titel geplant. Aber der dürfte nach den Skandalen um Kellys minderjährige Gespielinnen wohl geplatzt sein. Um 7 Plätze auf die 6 steigt The World's Greatest. Tja, man kann sie kaum verdenken. Bei den World Music Awards in Monaco krapschte Prinz Albert sexy Kylie auf den hübschen Hintern. Miss Minogue war entsetzt und verschwand sofort im Hotelzimmer. Vielleicht tröstet sie der Neueinstieg auf Platz 5 in Your Eyes. Böse Anastasia. Gemeinsam mit Stefan Raab machte sie sich über unsere blinde Grand Prix-Hoffnung Corinna May lustig. Where are my sunglasses? Feigste sie und torkelte durchs TV-Totalstudio. Wer so ungezogen ist, verliert einen Platz und landet auf der 4. Pete Matthews. So smart, wie sie aussehen, sind die Boys von Westlife absolut nicht. Bei den Brit Awards war der Sänger Brian rotzeblau und pöbelte sappernd andere Bands an. Naja, die Iren eben. Auf Position 3 steigen die feinen Herrschaften neu ein und trennen schweinheilig World of Our Own. Eigentlich gilt sie in der Branche als extrem unkompliziert, aber auch die süße Pink hat schlechte Angewohnheiten. Sie ist unpünktlich und aufsässig, verriet uns ihr Manager. Tja, eine Frau eben, mit der man richtig wunderbar abfeiern kann. Get the party started, diese Woche allerdings nur noch auf der 2. Seit 6 Wochen steht Shakira an der Spitze der deutschen Charts. Eine satte Leistung, die zuletzt vor knapp 2 Jahren übertroffen worden ist. Und zwar von einem gewissen Arschloch, das behauptet hat, es ist geil, ein Christin zu sein. Oder war das umgekehrt? Ich weiß es nicht. Ich habe die Single nicht gekauft. Egal. 8 Wochen hat sich der Container-Asi zwischen November 2000 und Januar 2001 ganz vorne gehalten. Und irgendwie hat mir diese dunkle Seite der deutschen Chartgeschichte schon ziemlich verdrängt. Aber was soll's. Jetzt haben wir kurz drüber gesprochen und jetzt kommen wir zu etwas Positiveren, nämlich rauf von der 2 auf die 1. Hier in unserer MTV Europe Top 20 ist Shakira mit Whenever, Wherever dran. Viel Spaß, Hoppenruf, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt MTV European Top 20.